Guidach. Liebe Genossinnen und Genossen, lieber Ludwig, liebe Neleke, lieber Franz, ich danke euch herzlich für die Einladung nach Den Bosch. Ich freue mich, dass ich heute auf eurem Parteitag reden kann. Anfang Dezember war Franz bei uns in Berlin auf der Europadelegiertenkonferenz und hat perfektes Deutsch gesprochen. Auf der Herfahrt habe ich deshalb ein bisschen geübt. Liebe Freunde, hey, tut mir Plaisir. Van dag play te graag te sehen. Ich glaube, es ist aber für euch alle besser, wenn ich es dabei belasse. Da bitte ich um euer Verständnis, wenn ich in Deutsch weiterspreche. Ja, ich will heute auch über den Brexit, unseren Europawahlkampf und unseren gemeinsamen Spitzenkandidaten Franz Timmermans sprechen. Aber gerade in dieser Zeit vergessen wir manchmal, uns bewusst zu machen, was Europa ausmacht, was Europa für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Ich komme aus der Eifel. Viele Holländer besuchen uns dort oft. Nicht weit weg von der französischen Grenze. Ich erinnere mich, als die Grenzen fielen, haben meine Cousine Claudia und ich uns noch am selben Tag in unseren klapprigen Ford Fiesta gesetzt und sind nach Luxemburg gefahren und dann weiter nach Frankreich gefahren. Es war ein Hochgefühl. Die Grenzen waren weg, auf den Landkarten und was noch wichtiger war, in vielen Köpfen und Herzen. Europa, das war der Sehnsuchtsort meiner Generation. Ein Traum, der Wirklichkeit für uns wurde. Ein wahr gewordener Traum von offenen Grenzen, von friedlichem Miteinander und von einem guten und freien Leben. Wenn ich an Europa denke, stelle ich mir eine große Familie vor. Kein bloßes Nebeneinander in guter Nachbarschaft, sondern Zusammenleben in einer Gemeinschaft, in einem europäischen Haus unter einem Dach. Wir sind Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Doch ehrlich gesprochen, unser Haus ist in keiner guten Verfassung. Die Fenster sind klapprig und in unserem Dach regnet es rein. Jetzt gibt es verschiedene Wege, damit umzugehen. Die einen wollen das Haus abreißen. Sie tun alles, um das Fundament unserer gemeinsamen Werte zu zerstören. Die anderen wollen im Grunde gar nichts ändern. Statt in neue Fenster und ein neues Dach zu investieren, sparen sie unser Haus kaputt. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt aber einen anderen Weg, einen sozialdemokratischen Weg. Wir wollen dieses europäische Haus zukunftsfest machen, ein starkes Mauerwerk, das das Haus zusammenhält und soziale Sicherheit und gute Arbeit für viele schafft. Mit klaren Hausregeln, die unser Zusammenleben ordnen. Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Schutz von Minderheiten. Hieran gibt es nichts zu rütteln. Und mit modernster Technik in allen Teilen des Hauses, damit die Menschen überall in Europa Perspektiven haben. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass unser europäisches Haus wieder zum Sehnsuchtsort für alle Menschen in Europa wird. Ein Haus, in dem man gern zusammenlebt und zusammenhält. Das ist es, wofür wir in den nächsten Monaten kämpfen werden. Schulter an Schulter. Die PDVA und die SPD und alle unsere Schwesterparteien in Europa. Dann komme ich doch zum Brexit. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Am vergangenen Dienstag hat das britische Unterhaus mit deutlicher Mehrheit gegen das Abkommen gestimmt, das einen geordneten Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union ermöglicht hätte. Die Situation ist völlig verfahren. London hat deutlich gemacht, was es nicht will.
London hat leider nicht deutlich gemacht, was es will. Natürlich, wir respektieren das Referendum und den Wunsch, die Europäische Union zu verlassen. Aber jetzt mal im Ernst. Als überzeugte Europäerin hadere ich persönlich, aber noch immer mit dieser Vorstellung. Denn der Brexit wäre, egal in welcher Form, ein schmerzlicher Rückschlag für ein vereintes Europa. Die größten Verlierer eines Brexit wären die Menschen in Großbritannien. Viele fühlen sich dort als Europäerinnen und Europäer. Auch bliebe der Austritt nicht ohne Folgen für die Wirtschaft und Arbeitsplätze im Land. Aber auch für den Rest Europas, gerade Deutschland und den Niederlanden, müssen wir spürbare Auswirkungen befürchten. Ein Ausstieg Großbritanniens wäre hüben wie drüben ein schlechter Tag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unseren Ländern. Daher müssen wir uns auf alle Szenarien vorbereiten. Unser Ziel ist weiterhin, ein Brexit zu verhindern. Vor allem einen Ausstieg Großbritanniens ohne Abkommen. Da ein ungeregelter Brexit kaum vorhersehbar und steuerbar wäre. Europa ist eine Solidargemeinschaft, das sage ich aber auch. Nur wer einen Beitrag leistet, kann auch von den Vorteilen profitieren. Ein Entgegenkommen um jeden Preis gibt es nicht. Ein Europa à la carte kann es eben nicht geben. Liebe Genossinnen und Genossen, die Lage ist schwierig und daher appelliere ich eindringlich an unsere britischen Freunde, nun verantwortungsvoll zu handeln und Chancen zu ergreifen. Ich erwarte von der britischen Regierung, der sie am Montag vorlegt, wie es weitergehen soll. Unsere Botschaft an London ist, die europäische Tür bleibt offen. Für uns gehören unsere britischen Freunde, für uns gehört Großbritannien zur Europäischen Union dazu, liebe Genossinnen und Genossen. Im Mai dieses Jahres wählen wir ein neues Europaparlament. Das ist ja mittlerweile demokratische Routine, alle 5 Jahre, immer Ende Mai. Dennoch, diese Europawahl ist anders. Diese Europawahl ist wohl die bedeutendste, die ich je erlebt habe. Es ist eine echte Richtungswahl. Naja, ich weiß, Politikerinnen und Politiker sagen das öfter vor Wahlen, um den eigenen Wahlkampf natürlich zu pushen, ist klar. Aber hier ist es keine leere Floskel. Bei dieser Europawahl geht es um alles. Noch nie wurde die europäischen Werte derart offen verpönt wie heute. Noch nie wurde die europäische Integration dermaßen in Frage gestellt. Nationalisten und rechte Populisten tun sich zusammen und versuchen mit ihren hetzerischen Parolen Europa zu spalten. Sie haben in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen, indem sie gegen sogenannte Eliten wettern und den Hass auf Minderheiten schüren. In Ungarn, Polen, Österreich und Italien sitzen rechte Parteien am Regierungstisch. In Frankreich führen sie in den Umfragen bei der Europawahl. Und in Deutschland und den Niederlanden bilden sie die größten Oppositionsfraktionen im Parlament. Diese Le Pens, Orban, Walders, Gaulands reden Europa schlecht und machen Heilsversprechen, indem sie die Vergangenheit herbeisehen. An Dreistigkeit fehlt es nicht. Stellt euch mal vor, die AfD in Deutschland hat eine Liste für den Europawahlkampf aufgestellt mit dem Ziel, das Europaparlament abzuschaffen. Und Le Pen in Frankreich wettert am vergangenen Wochenende, dass die EU der schlimmste Feind der Europäer sei. Als ob der Nationalismus diesem Kontinent je gut getan hätte. Nein, dies ist das krasse Gegenteil. Hier, den Boss, war Schauplatz verheerender Kämpfe im Oktober 1944. Hier kann man es sehen, heute noch, was es bedeutet, wenn Nationalismus wieder das Ruder übernimmt. Erst die Überwindung des nationalistischen Denkens brachte Europa die längste Zeit des Friedens auf diesem Kontinent überhaupt. Und das verdanken wir der Europäischen Union. Wir brauchen deshalb niemanden, der unsere europäische Familie entzweien will. Wir brauchen neuen Schwung für Europa, damit Europa auch in Zukunft für Frieden, Wohlstand und Zusammenhalt steht. Und dafür werden wir kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen.
Ja, Europa befindet sich in einer schwierigen Lage. Dass die Fliehkräfte größer werden, sehen wir. Dass Risse durchs europäische Fundament ziehen. Aber das liegt doch nicht an den Flüchtlingen, wie uns die Populisten einzureden versuchen. Manchmal versuche ich mich daran zu erinnern, als die Flüchtlinge noch nicht da waren, 2015. Wem haben die Rechtspopulisten damals eigentlich die Schuld für alles gegeben? Nein, der wahre Grund, warum Europa an Zuspruch verliert, davon bin ich überzeugt, und Ludewig und ich haben dazu uns heute positioniert, ist, dass wir das Versprechen auf eine bessere Zukunft für unsere Kinder nicht mehr so hinkriegen, dass es verblasst ist. Dass Europa keine ausreichende Antwort auf die Verunsicherung vieler Menschen gibt. Verunsicherungen, die durch Veränderungen entstehen in der Arbeitswelt, durch Globalisierung und auch ökologische Transformation. Der wahre Grund, warum Europa an Zuspruch verliert, ist, dass Europa nach über 60 Jahren noch immer von großer sozialer Ungleichheit geprägt ist. Und wer, wenn nicht wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, können das ändern? Mein zukünftiges Europa ist ein Europa, das in die Zukunft investiert und gute Arbeit garantiert. Ein sozialeres Europa, ein Europa, das seinen Bürgerinnen und Bürgern Perspektive und Zuversicht gibt. Ein Europa des Miteinanders und des Zusammenhalts. Ein Europa für die vielen und nicht die wenigen. Und das können nur die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, keine Linken, keine Grünen, keine Konservativen und schon mal gar nicht die Liberalen. Ich sehe drei Aufgaben vor uns. Erstens, wir müssen mehr in unsere Zukunft und den Zusammenhalt investieren. Ein Vergleich. In den USA gilt die Krise des Rust Belts, des alten industriellen Zentrums im Mittleren Westen, als Hauptursache für die zunehmende Spaltung des Landes und schließlich den Wahlsieg von Donald Trump. Doch kaum einer weiß, dass die regionalen Ungleichheiten in Europa die der Vereinigten Staaten um ein Vielfaches übersteigen. Die Arbeitslosigkeit ist in Teilen der EU höher als die im sogenannten Rostbelt. Das lässt den sozialen Kitt auch bei uns bröckeln. Dem können wir aber entgegenwirken, indem wir gezielt in die Zukunft und den Zusammenhalt investieren. Europa darf nicht bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Mobilität der Zukunft hängen. Jeder Euro, den wir heute in Forschung, Bildung und Infrastruktur stecken, sichert die Arbeitsplätze von morgen. Unser Ziel muss es sein, dass wir zielgerichteter in Regionen investieren, die innerhalb der EU wirtschaftlich und sozial hinterherhinken. Neue Wachstumsimpulse, zum Beispiel in Süd- und Osteuropa, würden die Gefälle innerhalb der EU abbauen. Davon profitieren schließlich wir alle, gerade die exportstarken Länder wie Niederlande und Deutschland. Doch weil wirtschaftliches Wachstum alleine nicht ausreicht, müssen zweitens der Wohlstand auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gerechter ankommen. Heute ist es doch so, wenn eine Fluggesellschaft in Europa nicht will, ich nenne jetzt keine Namen, dass sich ihre Belegschaft organisiert und für bessere Löhne eintritt, verlagert sie einfach ihren Firmensitz in ein EU-Land, das keine Mitbestimmung kennt. Das ist das Gegenteil von europäischer Solidarität. Europa war zu lange. Aus meiner Sicht war Europa zu lange hauptsächlich Wirtschaftsraum. Es ist Zeit, dass es zu einem Ort des Zusammenhaltes, des sozialen Zusammenhaltes wird. Das können wir erreichen. Ich und Ludewig haben heute den Pakt für gute Arbeit für Europa eingefordert. Wir wollen europaweite Richtlinien für bessere Arbeitnehmerrechte. Wir wollen, dass Unternehmen, die keine Mitbestimmung erlauben, mit spürbaren Strafen rechnen müssen. Das würde mal helfen. Wir wollen Lohndumping den Kampf ansagen. Wir wollen, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort verbindlich festgeschrieben wird. Und wir wollen verbindliche Mindestlöhne, damit jeder und jede in seinem Heimatland von der eigenen Arbeit auch vernünftig leben kann. Das ist ein Minimum dessen, was wir an sozialem Europa erreichen wollen. Und drittens, wir müssen Schluss machen
mit der ungerechten Besteuerung in Europa. Es kann nicht sein, dass jeder Bäckermeister und jeder Ladenbesitzer seine Steuern in Europa zahlt, aber globale Giganten wie Google, Facebook und Co. sich einen schlanken Fuß machen. Ich habe einen simplen Vorschlag. Wer in Europa Geld verdient, muss auch in Europa Steuern zahlen. Und wer in Europa keine Steuern zahlt, der darf ja auch kein Geld verdienen. Eigentlich ganz einfach. Ganz einfach. Daher wollen wir eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen, die in Europa Gewinne machen, damit auch sie endlich ihren gerechten Anteil an der Finanzierung unserer Schulen, Theater und Krankenhäuser leisten. Wir wollen eine Digitalsteuer, am besten eine, die in allen Ländern der OECD gilt. Und wenn das nicht klappt, dann eben in der EU. Und wir wollen endlich die Einführung der Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene. Liebe Genossinnen und Genossen, Investitionen auch in unseren Zusammenhalt. Mehr Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine gerechte Besteuerung in Europa. Das würde Europa nicht nur stärker und gerechter machen, das würde Europa wieder zum Sehnsuchtsort für die vielen machen. Ein Sehnsuchtsort, der eine bessere Zukunft in Frieden, Sicherheit und Wohlstand ermöglicht. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen, deswegen ist diese Europawahl die wichtigste, die es je gab. Und das werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland und in den Niederlanden in den nächsten Wochen und Monaten deutlich machen. Auf den Straßen, an den Haustüren und im Netz. Ich persönlich freue mich sehr, dass Franz Timmermans unser gemeinsamer europäischer Spitzenkandidat für diese Europawahl ist. Franz ist ein herausragender Kandidat, den wir sehr gerne unterstützen. Ein überzeugter Europäer mit viel Erfahrung. Und er ist einer der standhaftesten Verteidiger unserer gemeinsamen europäischen Werte. Das, lieber Franz, ist nicht selbstverständlich. Und dafür sage ich dir im Namen der deutschen Sozialdemokratie herzliches Dankeschön. Lieber Franz, die Sozialdemokratie hat vor 5 Jahren durchgesetzt, dass es einen europäischen Spitzenkandidaten gibt. Die anderen Parteien wollten es nicht. Aber wir waren schon damals überzeugt, dass die Europawahl eben mehr ist als die Summe nationaler Wahlen. Weil genauso Europa mehr ist als die Summe der einzelnen Nationen. Und wir sind davon überzeugt, dass Europa demokratischer werden muss. Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger mit abstimmen, wer zukünftiger Präsident der Europäischen Kommission wird. Die SPD und die PVDA zusammen mit den anderen europäischen Schwesterparteien. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Sozialdemokratie im Europaparlament an Stärke gewinnt und dass du unser neuer Kommissionspräsident wirst. Ich bin heute hier, lasst uns unterhaken für ein starkes, solidarisches und vereintes Europa. Ich danke dir. Oder so ähnlich.